Es ist ein gewonnener Punkt hier in Enschede für uns, weil ich denke gerade auswärts müssen wir versuchen, egal wo, immer mal wieder was mitzunehmen. Zu Hause wissen wir, dass wir heimstark sind, da müssen wir die Spiele gewinnen, wenn wir weiterkommen wollen. Dessen sind wir uns bewusst, aber da gilt es auch, gerade in dieser Gruppe, wo alle eng miteinander oder wo alles eng ist, wo alle gleich, wo es keinen Top-Favoriten gibt, da müssen wir versuchen, auswärts den einen oder anderen Punkt mehr mitzunehmen, um in der Gruppe, um im UEFA Cup zu überwintern. Twente hat es einfach auch gut gemacht. Die haben uns sehr früh gestört, spielerisch eine sehr gute Mannschaft und wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden, aus welchen Gründen auch immer. Und umso schöner ist es dann, nach einem 2-0 Rückstand dann so zurückzukommen und dass wir Qualität in der Mannschaft haben, das wissen wir auch vor dem Spiel. Ja, ich freue mich sehr. Das war das nächste Tor von mir, aber wichtiger für die Mannschaft. Jetzt Hoffenheim. Wir haben so viele Spiele im Moment und wir haben nicht viel Zeit, um zu regenerieren, deswegen ist jedes Spiel im Moment sehr schwer und wir müssen die Zeit sehr gut nutzen, um zur Ruhe zu kommen und gut zu regenerieren.